Hallo, mein Name ist Tobias und in unserem YouTube-Kanal habe ich euch schon mal das finnische Whiteboard-Tool Flinger.fi vorgestellt. Und in diesem Video zeige ich euch, wie wir das Whiteboard zu 100% an unsere Bedürfnisse als Moderator oder Moderatorin anpassen können. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Flinger ist aus meiner Arbeit nicht mehr wegzudenken. Es ist kostenfrei bis zu 5 Boards. Es ist schnell, zuverlässig, werbefrei und gegenüber komplexeren Tools wie Conceptboard, Miro, Mural ist es sehr zugänglich und barrierearm. Also bislang kamen wirklich alle zurecht, mit denen ich auch in Flinger gearbeitet habe. Und in diesem Video möchte ich einfach mal zeigen, wie wir Flinger, was ja in seinen Einstellungen oder Funktionen doch sehr beschränkt ist, zu 100% an unsere Bedürfnisse auch anpassen können. Und dafür schalte ich jetzt einfach mal in das Flinger-Board mit rein. Und ich habe hier auch schon mal ein Testboard vorbereitet. Wenn du das Einführungsvideo noch nicht gesehen hast und dir die Unterschiede zwischen Flinger Wall und Whiteboard noch nicht so geläufig sind, dann schau dir einfach das Einführungsvideo nochmal an und mach dann genau an dieser Stelle einfach weiter. Zur Erinnerung, im Flinger Whiteboard können wir im Feld Message einfach Texte hinzufügen, auf Enter drücken und schon erscheint das in einer Form, die wir ausgewählt haben. Die Form können wir auch jederzeit hier oben in dem Feld auch ändern. Wir haben hier Circle, Square, Person, Title und Subtitle. Und letztendlich können wir auch in diesen drei Textformen nur zwischen Title, Subtitle und Text wählen und drei verschiedene Größen auch wählen. Das heißt, so wirklich anpassbar in komplexeren Szenarien ist das Ganze nicht. Vor allen Dingen, wenn ich sag mal, so eine Sessionplanung von einem digitalen Barcamp machen möchte, dann wünsche ich mir einfach eine schön gestaltete visuelle Oberfläche, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dann direkt auch in Sessions zuordnen können. Und als allererstes, bevor ich anfange, dann mache ich mir erstmal Gedanken, welche Funktionen sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern überhaupt zur Verfügung stehen? Sollen sie alles Square, Circle, Person wirklich so in alles zur Verfügung stehen oder eben nur dieses Post-it? Und hierfür kann ich in die Einstellungen von Flinger gehen und hier runter dann in die Settings scrollen, wo ich dann auch entsprechend festlegen kann, welche Funktionen und welche Farben generell zur Verfügung stehen. Bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Sessionplanung für ein Barcamp. Und hier arbeite ich mit einem parallelen Grafikprogramm zusammen, denn es ist nämlich bei Flinger möglich, über diesen Foto-Button Bilddateien vom Computer hochzuladen und als Hintergrund zu nehmen und als Hintergrund zu verwenden. Das kann ein Grafikprogramm der Wahl sein, GIMP, Photoshop. Ich arbeite sehr gerne mit dem Online-Tool Canva zusammen. Letztendlich, wenn man noch so halbwegs analog und ich sag mal kreativ begabt ist, kann man sich auch einen Zettel, ein Blatt Papier visuell gestalten, das dann eben einscannen oder abfotografieren und entsprechend als Hintergrund verwenden. Ich habe mir jetzt hier in Canva bereits eine Matrix für eine Sessionplanung erstellt, 11 Räume, 3 Zeitslots mit Linien, die das Ganze schön unterteilen. Und hier ist meiner Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Das heißt, ich kann jedes Szenario, das ich als Moderator brauche oder auf das ich zurückgreifen möchte, kann ich jetzt hier visuell gestalten und mir das Ergebnis dann einfach als Bilddatei auf dem Computer abspeichern. Bei Canva wähle ich einfach Download und wähle auch den transparenten Hintergrund, damit einfach diese Grafik ganz nahtlos in den Hintergrund des Flinger-Boards auch übergeht. Wir haben zu Canva auch noch mal ein Video gemacht, da auch noch mal der Hinweis, dass es für Bildungs- und Non-Profit-Organisationen kostenlose Lizenzen gibt. Also es lohnt sich wirklich, da auch mal in unserem YouTube-Kanal noch mal nachzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Ich lade mir jetzt die Bilddatei herunter, die erscheint jetzt gleich hinter mir, schließe sie und gehe wieder in mein Flinger-Board.
scrolle ein wenig raus, klicke jetzt auf den Fotoapparat und wähle mir diese Bilddatei aus meinem Download-Ordner. Und die wird mir jetzt als erstes als so ein abgeschnittenes Quadrat angezeigt, also als ein Bildelement, was jetzt hier mit drin ist. Das ist aber nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte ja die Zeitmatrix als Hintergrund haben. Deswegen markiere ich sie und gehe hier oben in das Feld, wo ich vorhin die Form ausgewählt habe. Und hier ist jetzt der Background dazugekommen. Das heißt, mit diesem Klick wird jetzt die Datei in der vollständigen Größe auch angezeigt. Und es kann dann aber auch passieren, dass man jetzt erstmal nur die Linien sieht und nicht die Inhalte. Hier hilft es einfach, den Browser zu aktualisieren und schon ist diese Grafik- oder Bilddatei im Hintergrund da und kann dann auch entsprechend verwendet werden. Jetzt fällt allerdings auf, ja, die Post-its, die wir hier erstellt haben, die sind noch ein bisschen groß. Das heißt, die gehen so von einem ins andere Feld über. Und da ich die Post-its nicht verkleinern kann, muss ich die Matrix vergrößern. Das ist also die Aufgabe an mich als Moderator im Vorfeld, alles visuell anzupassen. Ich klicke also auf die Grafik drauf, gehe dann rechts unten zu dem grauen Punkt und ziehe sie, skaliere sie so, wie ich sie haben möchte, bis es dann passt. Und fertig ist, dann kann ich das Board freigeben und drin arbeiten lassen. Den Freigabelink bekomme ich über die drei Striche. Der wird mir hier direkt angezeigt. Und was ich jetzt aber noch entscheiden muss, das ist hier der grüne Bereich. Das sind nämlich die Rechte, mit denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgestattet sind. Standardmäßig kann jeder alles bearbeiten. Das heißt, Person A kann auch von Person B die Inhalte verschieben. Ist nicht immer sinnvoll. Man kann hier auch einstellen, auch in einem laufenden Prozess, dass man nur die eigenen Elemente verschieben kann oder eben gar nichts. Wenn jeder alles darf, kann es aber auch passieren, dass eine Person aus Versehen anstatt eines Post-its die komplette Hintergrundgrafik nimmt und diese verschiebt, was ja erhebliche Auswirkungen auf den Moderationsprozess auch hat. Und da kann ich als Lizenzinhaber die Grafik fixieren. Das heißt, ich markiere sie und sehe hier oben ein graues Schloss. Und wenn ich hier draufklicke, ist die Grafik abgeschlossen und kann nicht mehr als einzelne verschoben werden. Das heißt, ich kann jetzt einfach einen Freigabelink mir kopieren. Ich öffne jetzt mal einen zweiten Browser, um jetzt eben die Gastsituation zu simulieren, füge den Link ein, das Ganze wird schön skaliert und ich kann jetzt einfach unter das Message-Feld einen neuen Eintrag tätigen und ihn dann direkt hier zuordnen. Das heißt, ich muss mir eigentlich wie in allen anderen Prozessen auch im Vorfeld erstmal Gedanken machen, was soll wie von wem visualisiert dargestellt werden. Ich erstelle mir dann erstmal die Hintergrundmatrix in einem externen Tool, füge sie als Hintergrund in das Flingerboard ein, sperre sie ab, dass sie nicht verändert werden kann und gebe dann entsprechend den Link weiter. Tipp Nummer 2 ist, wenn ich zum Beispiel mit mehreren grafischen Elementen in einem Board arbeite. Ich werde jetzt mal gerade das hier aus dem Board rausgehen und hier das mal ein bisschen anordnen, neu anordnen. Die Elemente nehme ich mal mit. Und ab und zu kann es ja sein, das ist dann das didaktische Setting, dass ich mehrere Grafiken vielleicht in einem Board schon mal vorbereitet habe und Gruppe 1 zuerst oder die Gruppe zuerst in Grafik 1 arbeiten soll, aber Grafik 2 noch nicht sehen soll. Ja, das heißt, ich gehe gerade noch mal zurück in mein Canva. Hier habe ich nämlich noch mal eine zweite Grafik. Das ist eine andere Zeitmatrix mit ein paar mehr Räumen. Die lade ich mir jetzt auch mal runter, genauso wie ich die andere auch heruntergeladen habe. Gehe dann wieder in mein Flingerboard rein. Füge diese Grafik über den Foto-Button mit dazu. Die hier ist das. Und lege sie dann auch entsprechend als Hintergrund fest. Aktualisiere gerade das Board. Und
und positioniere die Grafik dort, wo ich sie haben möchte. Das heißt, es ist dann auch möglich, mehrere Grafiken auch in ein Flingerboard einzufügen. Und jetzt möchte ich, dass die Gruppe zuerst an dieser Grafik arbeitet, aber die andere Grafik noch nicht sieht. Das geht ganz einfach. Und zwar erinnern wir uns einfach mal an die Zeiten des Overhead-Projektors, wo wir eine Folie hatten. Da war was draufgeschrieben und das, was nicht gesehen werden sollte, wurde einfach mit einem Blatt Papier abgedeckt. Und genauso machen wir das hier auch. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nochmal in mein Bildprogramm, mein Designprogramm und hole mir jetzt eine beliebige Grafik. Das kann einfach auch eine weiße Grafik, ein weißes Grafikfeld sein, ein weißes Bildfeld, das ich mir herunterlade oder ein Platzhalter. Das füge ich dann auch in mein Flingerboard ein. Definiere es als Hintergrund. Muss es doch mal kurz aktualisieren. Setze die Bilddatei jetzt dazu und mache sie einfach so groß, dass sie die komplette Grafik überdeckt und schließe sie ab. Wenn ich den Link jetzt teile, sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt erstmal nur die Grafik und das Bild. Die haben auch keine Möglichkeit, das Bild zu verschieben. Und dann kann ich, wie gesagt, in einem nächsten Prozess einfach hier diese Sperre aufrufen, die Bilddatei verschieben, so dass, wie gesagt, die andere nicht mehr sichtbar ist und eben auch die visuellen Anreize auch entsprechend zu setzen und eben die andere Grafik zum Bearbeiten freigeben. Das sind erstmal so zwei kleine Tipps, die mir in meiner Arbeit mit Flinger enorm weiterhelfen, weil ich einfach so ein normales Whiteboard mit wenig Funktionen hundertprozentig an meine Anforderungen auch anpassen kann. Aber mich würde mal total interessieren, was ihr für Erfahrungen auch mit Flinger gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch noch mal andere Ideen, Vorschläge oder Methoden. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Freue ich mich total drauf. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.